Alles klar. Applaus für Lena. Wir haben uns gestern Abend noch überlegt, wie wir das Machtthema nochmal aufgreifen können. Und das Motto von meinem Vortrag ist Macht gestalten. Weil man sich ja vielleicht fragt, was ist eigentlich Design? Und man kennt vielleicht so oder hat so im Kopf, dass Design dafür da ist, um Sachen nur schöner zu machen oder hübscher zu machen, so ein bisschen wie Deko. Aber eigentlich ist Design Gestaltung und das kann man auf alle Lebensbereiche beziehen. Und ich habe hab nach guten und schlechten Beispielen gesucht und fand die schlechten ein bisschen eindeutiger, deswegen fangen wir damit an. Das sind so richtige Design-Fails. Und vielleicht könnt ihr das mal angucken. Und also man braucht manchmal einen Moment, um es zu verstehen, aber warum ist das schlechtes Design? Genau, also es ist ein... soll eigentlich barrierefrei sein, ist extra für Rollstuhlfahrer, aber nach 2 Metern kommt so eine Riesenstufe, wie soll man da mit dem Rollstuhl drüber fahren? Dann habe ich noch eins gefunden. Ja, was? Ja? Es sind 2 Sprays. Das eine ist hochgiftig, das andere kommt mit Nahrungsmitteln in Berührung und die sind dann so ähnlich, dass man sie miteinander verwechseln kann. Genau, und die sind auch noch von der gleichen Herstellerfirma, also eigentlich... Wahrscheinlich haben sich die Leute gedacht, hey, voll praktisch, wir geben gar kein Geld mehr aus für Design, wir machen einfach alles gelb mit schwarzer Schrift, aber das führt halt natürlich auch dazu, dass man Sachen super leicht verwechseln kann. Und noch ein letztes Beispiel. Genau, also es ist ein Türschloss und es gibt eine Möglichkeit, die Tür aufzuschließen und es gibt dann auch die Möglichkeit, die Tür aufzuziehen, aber man kommt halt mit dem Schlüssel nicht mehr an das Türschloss dran. Es gibt aber auch ein paar Beispiele für gutes Design und ich erkläre auch gleich, warum ich die englischen Begriffe genommen habe. Und gutes Design ist immer ein bisschen schwieriger zu finden, weil gutes Design ist eigentlich fast unsichtbar. Also das ist eigentlich, es steht nicht so im Weg rum, es springt einen nicht so an, sondern das ist eigentlich eine positive Unterstützung, wenn man es gerade gebrauchen kann und hält sich ansonsten dezent zurück. Hier zum Beispiel, das ist so ein genannter Empty State, also wenn man eine App öffnet und da ist noch nichts, also man hat noch keine Inhalte und man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, was man jetzt machen soll, dann gibt die einem einen netten Tipp, was man jetzt als nächstes machen könnte. Das ist ein Beispiel von Asus, wenn man online Klamotten bestellt, ist ja ein bisschen schwierig irgendwie zu wissen, welche Größe passt mir, dann bestellt man alles von XS bis XXL und schickt dann die Hälfte wieder zurück, das ist für niemanden irgendwie toll. Deswegen haben die ein Feature, wo man seine Größe und sein Gewicht und ob man es lieber ein bisschen lockerer oder ein bisschen enger haben will, angeben kann und dann gesagt bekommt, was die meisten der anderen Nutzer bestellt und nicht zurückgeschickt haben. Und das ist auch ganz wichtig, weil es ist voll ehrlich, weil ich gebe da nicht meine Maße ein und dann sagt es dir, passt auf jeden Fall M, sondern es ist ehrlich und sagt, okay, wir wissen es auch nicht so genau, aber die meisten Leute mit deinen Maßen, die haben M bestellt und denen hat es anscheinend gut gefallen, weil die haben es nicht zurückgeschickt. Dann auch ein spannendes Thema ist Passwortvalidierung oder sowas wie Nutzername, wo man Sachen eingibt und man versucht es 20 Mal und es kommt immer ein Fehler und man weiß gar nicht warum. Und das ist eigentlich ein voll schönes Beispiel, weil während man tippt, wird einem angezeigt, okay, einen Großbuchstaben hast du erfüllt, eine Zahl hast du auch erfüllt, jetzt fehlen noch 8 Zeichen und daneben ist auch noch so ein Auge, dann kann ich es mir ein- und ausblenden und dann muss ich es vielleicht auch gar nicht doppelt eingeben, um zu gucken, ob es... richtig, also ob ich es mir gut gemerkt habe, weil ich kann es mir ja angucken und dann habe ich mich auch nicht aus Versehen vertippt. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum ich das auf Englisch gemacht habe, weil auf Deutsch ist schlechtes Design ist so das, was wir als erstes gesehen haben. Also da haben Leute einfach nicht richtig nachgedacht und ihren Job nicht gut gemacht. Aber es gibt auch noch schlechtes Design im Sinne von schlecht gemeint oder böse, also mit schlechter Absicht dahinter. Und das ist zum Beispiel sowas. Und das Bild, das habe ich heute gemacht, als ich nach Beispielen für schlechtes Design gegoogelt habe, bin ich auf diese Seite gekommen und als ich sie direkt, nachdem ich sie geöffnet habe, kam so ein riesiges Pop-up, das hat den ganzen Bildschirm blockiert und da steht drauf, du kriegst jetzt 10% Rabatt, hier geht's weiter und du kriegst auch noch hier so Free Assets, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und hier unten ganz klein steht, nein, danke, ich möchte weder einen Discount noch diese Free Assets. Und ich wusste also, ich war auf der Recherche und wusste überhaupt nicht, was ich auf dieser Seite überhaupt will. Ich wollte mir eigentlich einen Artikel durchlesen. Und deswegen muss ich auf Nein, danke, ich will keinen Rabatt klicken. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ja bitte, ich möchte dieses Fenster schließen, weil ich will ja jetzt den Artikel lesen. Und das ist inzwischen so üblich geworden, dass es dafür einen eigenen Namen gibt und das sind die Dark Patterns. Und die Definition von der Seite darkpatterns.org ist, dass es Elemente in einem Interface-Design, also zum Beispiel auf einer Webseite oder in einer App sind,
die extra so gemacht sind, dass Benutzer und Benutzerinnen reingelegt werden und ausgetrickst werden, sodass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollten, die aber gut für das Unternehmen sind, die diese Website oder App zur Verfügung gestellt hat. Und das hier ist, die sammeln auf darkpatterns.org werden Beispiele gesammelt in der Hall of Shame. Und das hier habe ich heute gefunden und gedacht, hey, das ist echt richtig, richtig krass, weil hier steht, ich weiß gar nicht, was MyMedic eigentlich genau macht, aber die wollen mir natürlich auch ein Newsletter zuschicken. Und da steht auch drin, was ich dann bekomme, irgendwie so Tipps und Angebote und Rabatte, damit ich und alle Leute, die ich kenne, gesund bleiben. Und wenn ich das nicht will, also wenn ich diesen Newsletter nicht bestellen will, dann muss ich auf Nein, danke, ich möchte lieber zu Tode bluten. Ich möchte lieber verbluten klicken. Und das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich sagen will, aber die Seite zwingt mich quasi dazu, sowas anzuklicken. Und da gibt es so eine kleine Übersicht, das wird ja auch ganz bewusst eingesetzt, weil wir sind ja alle voll vielen Informationen ausgesetzt und da muss man manchmal ein paar Tricks anwenden, um die Nutzer dazu oder Nutzerinnen dazu bekommen, das zu machen, was man will. Und vielleicht ist es ja auch genau das, was ihr als Nutzer oder Nutzerinnen machen wollt. Und dann ist es ja sehr gut. Also es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und etwas zu kaufen. Und es gibt einen Button, da steht drauf, Buy Now. Wenn ich den drücke, dann kaufe ich das bestimmt. Und der ist jetzt nicht so groß. Ich könnte den auch ein bisschen größer machen, dann ist er vielleicht leichter zu finden. Und Leute, die das kaufen wollen, die sehen ihn eher. Und dann kann ich die Handlung an sich auch noch vereinfachen, indem ich sage, okay, ich muss nicht nur auf den Button klicken und danach irgendwie lauter Informationen eintragen, sondern ich kann da auch draufklicken und dann habe ich es schon gekauft. Das ist total simpel und kann genau das sein, was ich will als Nutzerin. Vielleicht wird es mir sogar noch irgendwie lustig oder spaßig gemacht. Das ist ein Beispiel von Mailchimp, bevor man so einen Newsletter an eine ganz große E-Mail-Verteilerliste rausschickt. Das ist ein bisschen so ein stressiger Moment, weil man sich denkt, oh Gott, wenn ich jetzt direkt irgendwo einen richtig peinlichen Rechtschreibfehler eingebaut habe, das ist voll blöd und die machen das mit so einem GIF so ein bisschen witziger, ein bisschen entspannter. Und das ist alles, was ich jetzt so in Grün gemacht habe, ist meiner Meinung nach ganz hilfreich und ganz nett für Nutzer und Nutzerinnen. Und man kann es aber auch ein bisschen übertreiben. Und man kann zum Beispiel so Techniken anbieten und nutzen und das künstlich verknappen und sagen, oh, kauf das jetzt, weil es sind nur noch 3 da und wenn du jetzt nicht bestellst, dann reicht es vielleicht nicht mehr. Und das kann hilfreich sein, wenn es so ist, aber es muss ja, also ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt. Und das, was wir gerade sehen, das geht noch einen Schritt weiter. Also da geht es nicht mehr darum, irgendwie was zu verknappen und Ängste hervorzurufen, sondern mich ganz bewusst auf eine falsche Fährte zu locken und mich dazu zu bringen, Sachen zu machen, die ich nicht machen will. Und da ist dann natürlich die Frage, wie man das, also wo ist da die Grenze? Und das ist, glaube ich, auch in jedem Fall unterschiedlich und deswegen habe ich das mitgebracht zum Diskutieren. Ich habe vorher noch was mitgebracht zum Zeigen. Hier wird nämlich das gleiche Prinzip angewendet. Da sieht man links Duolingo, damit kann man Sprachen lernen und rechts sieht man Snapchat, damit kann man sich Bilder hin und her schicken. Und beide benutzen so Elemente aus der Gamification, nämlich so einen Streak. Und da wird hochgezählt, wie viele Tage in Folge habe ich diese App benutzt. Und bei Duolingo ist das total super, weil wenn ich jeden Tag eine Sprache übe, dann ist das ja eine Gewohnheit, die ich verstärken will und die mir auch was bringt, weil irgendwann kann ich dann vielleicht Italienisch sprechen. Und bei Snapchat gibt es auch diese Flammen und die zeigen, wie viele Tage in Folge ich mir mit der Person schon ein Bild hin und her geschickt habe. Und das kann irgendwie cool sein und Spaß machen, aber es kann irgendwie auch so ein bisschen Stress sein, weil vielleicht ist heute ein Tag, an dem ich eigentlich gar kein Foto verschicken will, muss ich aber, weil sonst geht die Flamme aus und dann ist vielleicht auch noch mein Freund oder meine Freundin sauer auf mich. Und das ist also die gleiche Technik, aber für ein ganz anderes Ziel eingesetzt. Und dann ist immer so die Frage, ist vielleicht auch eine persönliche Entscheidung, ist das jetzt noch okay oder ist das irgendwie blöd? Und deshalb habe ich jetzt wirklich Beispiele mitgebracht. Nämlich, das Beispiel ist, eine Verpackung so zu gestalten, dass der Inhalt größer aussieht, als er eigentlich ist. Findet ihr das okay? Ja? Nein. Warum? Sehen das alle so? Gibt es da? Okay, hier ist noch ein Bild dazu. Also es sind keine Beispiele, die ich mir ausgedacht habe. Ist wirklich so.
das nächste ist, eine App so zu gestalten, dass Menschen möglichst viel Zeit darin verbringen. Findet ihr das okay? Kennt ihr noch andere Beispiele oder fällt noch jemand an was ein? Ja, in der ersten Reihe fällt euch noch was dazu ein? Liam hatte sich auch noch gemeldet. Ja, also ich habe das Beispiel Facebook im Kopf, die einem ja bewusst irgendwie nur positive Nachrichten anderen zeigen, weil sie gelernt haben, dass Leute, wenn sie positive Beiträge lesen, länger auf ihrer Plattform bleiben. Das ist voll das gute Beispiel, weil daran habe ich auch gedacht. Und da habe ich auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Also da gibt es gerade so Social-Media-Apps, da gibt es ja auch. Inzwischen wird das, glaube ich, immer mehr Leuten bewusst, dass man davon auch irgendwie süchtig werden kann oder dass es so Abhängigkeiten davon gibt, dass es ganz schwierig ist, das auszuhalten, wenn man mal sein Handy verloren hat oder vergisst oder der Akku alle ist, dass man es überhaupt nicht mehr stumm schalten kann, weil einem direkt irgendwie was fehlt. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie da Design und Entwicklung eingesetzt werden, um es einem möglichst schwer zu machen, das Handy wegzulegen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit vorbei. Es ist noch Zeit für Fragen. Ja, gibt es noch Fragen? Hast du vorhin gesagt, von dieser Organisation, die das da alles sammelt, geht die dann auch an die Firmen ran, wo sie dann sehen, dass da was nicht gut läuft? Oder zeigen die nur auf, was nicht gut läuft? Oder wird da auch wirklich was getan, dass das geändert wird? Also es funktioniert meistens so, dass Leute was über Twitter einreichen und das also mit dem Hashtag Dark Patterns und dann meistens auch die Firmen mit reinnehmen. Also das kommt schon bei den Firmen, glaube ich, auch an. Und ob das immer was ändert, gute Frage. Also es gab ein, teilweise glaube ich schon, weil es werden auch Sachen verboten und es gibt Praktiken, die sind so nicht mehr okay. Zum Beispiel hat LinkedIn vor ein paar Jahren hatten die so ein Kontaktnetzwerk-Erweiterungsfeature, wo man gesagt hat, okay, ja, ich stimme zu, dass ihr meine E-Mail-Adresse benutzen dürft, um mir ein starkes Netzwerk aufzubauen. Und dann hat LinkedIn mit deiner E-Mail-Adresse und in deinem Namen an alle deine Kontakte eine E-Mail geschrieben, hey, ich will dich zu LinkedIn einladen, weil das ist mega cool. Und die Leute dachten dann, okay, das ist eine E-Mail von Holger, aber eigentlich war es die E-Mail von LinkedIn. Gibt es denn irgendwelche effektiven Strategien, wie ich mich jetzt persönlich gegen eine App wehren kann, die mich mit Evil Design versucht zu beeinflussen, die ich jetzt aber nicht gleich komplett von meinem Handy runterwerfen will, weil ich sie vielleicht doch ab und zu auch wirklich brauche? Hinter dir ist, glaube ich, jemand, der was dazu sagen will. Also ich denke, für 99% der Apps, die man so benutzt, gibt es auch eine Alternative, im Zweifel noch eine Open-Source-Alternative und selten haben Open-Source-Apps so einen Quatsch mit eingebaut. Also fürs meiste findet man tatsächlich was, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was mich nicht stört und nicht zu beeinflussen versucht. Es gibt auch eine Initiative, die heißt Time Well Spent und die haben auch Tipps davor, da geht es tatsächlich gerade um sowas, wie kann man irgendwie seine Zeit sinnvoller nutzen und die sagen zum Beispiel so Sachen wie, stellt euren Handybildschirm auf schwarz-weiß, dann ist Instagram-Feed angucken auf einmal überhaupt nicht mehr spannend oder stellt wirklich mal alle Push-Notifications aus, macht eine halbe Stunde Flugmodus